Spagat abzuwehren mit einem hohen Ball, um nach vorne ans Netz zu gehen, mit einem Drop in das Netz den Punkt zu machen. Das sind keine seltenen Abs-Match. Susi Susanne, die beim Aufschlag. Hoch nach hinten. Das kann sie heute tun. Es wurde viel geschrieben über die Badmintonhalle hier im Georgia State University, über die Klimaanlage und die Pfiff bis kurz vor Beginn dieses Spiels. Und jetzt bei den Halbfinals scheinen die Veranstalter gemerkt zu haben, dass es unsinnig ist, die Windverhältnisse hier zu lassen. Die Bälle flatterten, sie waren unberechenbar. Aber im Moment ist es eine im Prinzip unsinnige Bemerkung, aber in Atlanta angebracht. Windstill hier in der Halle. Ein herrlicher Ball. Der Ball wird gut gegeben. Zwei Augenpaare, den Seitenrichter, sitzen etwas näher dran. Aber die Experten sich immer darum streiten, ob die Gänsefedern der linken Seite besser sind oder die der rechten der Gans. Aber auch das werden wir heute nicht entscheiden können. 6:5. Susi Susanti zeigt sie das Geheimnis dieses Spiels. Kurz lang, rechts, links. Mehr ist es im Prinzip nicht, aber es kommt auf die Präzision an. Wieder positiv unten am Netz. Und bleibt im Spiel. Sie macht aus Bang 7:5 für Susi Susanti. Der Satz ist nicht aus. Um genau zu sein, dieses ersten Satzes des Halbfinals. Aus und die Reaktion stand in dieser Phase. Soyun Bang macht das sehr geschickt. Wieder von rechts parallel diese Schmetterbälle. Oh. Zu erhöhen, sodass die Entscheidung erst mit dem 12. Punkt fallen würde, aber dieses Recht muss sie nicht nutzen. Immer diese kurzen Diskussionen, die auch den Rhythmus stören. Aber deutlich zu sehen, im Aus, dass